drittes Hauptrundenspiel für die Wasserfreunde Spandau 04. Nach dem Pokalsieg am vergangenen Wochenende soll die deutsche Meisterschaft folgen. Jetzt gilt es für eine gute Ausgangslage für die Playoffs zu sorgen. Am besten gleich heute im Duell mit dem Dauerrivalen aus Duisburg. Deshalb geht es heute um nicht mehr und nicht weniger als wahrscheinlich den ersten Platz und damit den Heimrecht. Wenn wir heute gewinnen, dann sind wir im Torverhältnis in jedem Fall, egal was passiert, momentan 30 Tore besser als Hannover und es wird sehr schwer für Hannover, die 30 Tore wieder aufzuholen. Und den ASC würden die Spandauer mit einem Sieg auf den dritten Rang verdrängen, aber Vorsicht, im Hinspiel kassierten die Wasserfreunde nach einer schwachen offensiven Vorstellung ihre einzige Niederlage der Saison. Die Hauptstädter in den dunklen Kappen brennen also auf Revanche und legen auch gleich mal einen richtig guten Start hin. Nach 3 Minuten knallt Matteo Tschuk den Ball zum ersten Mal in die Duisburger Maschen. Die Gäste zeigen sich davon aber wenig geschockt und gleichen nicht nur postwendend wieder aus, sondern gehen durch Daniel Groß 40 Sekunden vor Schluss des ersten Viertels sogar in Führung, und zwar mit 3-2. Im zweiten Viertel wird Arno Trosts Mannschaft allerdings kein weiterer Treffer gelingen. Die Spandauer stellen einerseits gut die Räume zu. Und wenn dann doch mal ein Duisburger zum Abschluss kommt, hat Laszlo Baksa stets eine Hand am Ball. So auch hier beim 5-Meter von Jan Obschanikat. Aus der sicheren Verteidigung heraus erhöhen die Wasserfreunde auch offensiv den Druck und können die Partie dank der Tore von Moritz Oehler und Mathieu Tschuk zur Halbzeit drehen. Zielwasser gibt es in der Pause bei den Spielern des Amateursportclubs nicht zu trinken. Die Duisburger beißen sich weiterhin an Laszlo Baksa die Zähne aus, während Spandau nach Belieben kontern und kombinieren kann. So kommt es, dass das erwartete Spitzenspiel auf einmal recht einseitig ist. Martin Vermeerer erzielt hier schon das 9-4. Auf Duisburgs Bank gibt es längst nur noch lange Gesichter zu betrachten. Da ändert auch das zwischenzeitliche 12-5 durch Martin Restovic nichts. Die Wasserfreunde gewinnen schließlich 13-5 und machen damit einen großen Schritt Richtung Heimvorteil in den Playoffs. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, so ins Spiel zu kommen, aber dann haben wir irgendwann die Kurve gekriegt und genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten und auch in der Vorbereitung die ganze Woche so einstudiert hatten. Arno Trost kann das von seiner Mannschaft zwar nicht behaupten, an der Marschroute für die restliche Saison ändert die Schlappe für ihn aber nichts. Nein, wir haben ja von vornherein gewusst, dass dies ein bisschen schwieriger wird mit dem jungen Team und dass wir hier und da mal einen Einbruch erleiden. Das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch, aber jeder kann erkennen, dass er noch viel arbeiten muss, um überhaupt an diesen Standard zu kommen, den wir die Jahre zuvor hatten. Auch wenn Duisburg dieses Level noch erreichen wird, die Wasserfreunde Spandau haben mit dem 13-5 erstmal ein gehöriges Zeichen gesetzt. Eins ist klar, der Weg zur Meisterschaft führt nur über die Hauptstädter.